Wohnt ihr zusammen? Nee, aktuell noch nicht. Also wir haben es auf jeden Fall vor. Ja. Ich denke mal, das wird auch noch dieses Jahr passieren. Wir haben auch einen gemeinsamen Hund jetzt uns gekauft. Oh. Ich habe ja gesagt, was soll das jetzt? Was war da abgesprochen, was ich gemacht habe? Wo machst du jetzt so Filme? Dann meinte ich so, ja, ich habe einfach Scheiße, boah, ich weiß nicht warum. Dann meinte ich, ja komm, geh raus, wir brauchen nicht mehr reden, das Ding ist vorbei. Ich meinte halt, schwör auf diesen Menschen, dass das so ist, dass ich das machen darf. Sie so, Adrian, zur Not lecker mit einer rum. Ich will diesen Fame haben, ich will nie wieder arbeiten gehen, ich will voll durchstarten, dies, das. Die Mika ist auch so einer, der wird für Fame alles tun. So. So, kommen wir mal zum Paar Nummer 2 von Temptation Island. Hier sind Justina und Adrian. Hi, hi. Was geht ab, Leute? Cool, dass ihr hier seid. Cool, dass ihr gekommen seid. Info vorab: Wir haben natürlich Charlene auch eingeladen. Ne? Die wollte aber nicht kommen. Warum auch immer. Deswegen sitzen die beiden jetzt hier zu zweit. Ist aber auch nicht schlimm. Wie war Temptation Island? Aufregend. Ja? Ja. Fandest du gut? Nach Drehschluss ist es dann wahrscheinlich auch noch einiges passiert bei euch. Sehr viel. Ne? Ja, sehr viel. Ja. Ja, dann würde ich mal gerne wissen, wie kam es dazu, dass ihr jetzt irgendwie zum Paar gekommen seid? Also seid ihr noch zusammen? Ja. Ja, Ja, klar. okay. Wie kam es dazu, dass ihr irgendwie ein Paar wurdet oder so? Wie habt ihr euch dann irgendwie angenähert? Wie kam der Kontakt danach? Ja, wir haben uns in Temptation Island schon sehr gut verstanden. Und nach Temptation Island ja, hatten wir dann Kontakt miteinander. Und ja, der Kontakt wurde halt immer intensiver. Und dann sind wir nach, ich weiß gar nicht, nach 3, 4 Monaten oder sowas Ach, zusammengekommen. zu spät aber Und erst, 3, 4 Monate. Ja. Ja, So drei nee. Monate schon. Juli war zu Echt? Ende, also September waren wir schon September, zusammen, ja. also 2 Monate Woran später. hat es gelegen, dass es so lange gedauert hat? Ja, das Ding ist halt, also er war halt in einer Beziehung und er hatte, also die Beziehung war ja zu Ende. Und danach gibt es einige Sachen, die geklärt werden mussten. Die haben ja zusammen gelebt in einer Wohnung. Ach Und ich so. möchte halt gerne, dass da echt wirklich ein Schlussstrich gezogen wird, was die Wohnung und sowas Ja. angeht. Genau, das nimmt natürlich ein bisschen Zeit in Anspruch. Und auch Ja. dieses richtige Kennenlernen ohne die ganzen Kameras nach Temptation Island finde ich auch persönlich nochmal wichtig. Ich möchte diesen Menschen wirklich richtig kennenlernen. Und das ja, hat natürlich etwas Zeit gebraucht. Wohnt ihr zusammen? Nee, aktuell noch nicht. Also wir haben es auf jeden Fall vor. Ich Ja. denke mal, das wird auch noch dieses Jahr passieren. Aha. Also zu 100%. Aber jetzt gerade halt noch nicht. Aber wir Ja. sehen uns halt sehr oft so, Ja, ne? sehr, Wir sehr haben auch oft, einen ja. gemeinsamen Hund jetzt uns gekauft. Oh. Ist 11, 12 Wochen dürfte der sein. Ja. Genau. Und ja. Okay, und nach der, genau, das, du sagst es ja gerade schon, ne, da muss ja ein paar Sachen noch geklärt werden mit Charlene. Wie ging es danach weiter? Kamt ihr aus der Show raus und war das Ding sofort durch? Oder ging das noch irgendwie, habt ihr noch ein bisschen hin und her und Kampf und Pipapo? Nee, eigentlich nicht. Also wir waren dann ja noch die Nacht in dem Airbnb da in Portugal und dann wollte sie ja nochmal mit mir sprechen und sich halt erklären. Also Charlie wollte sich Ja, erklären. weil ich habe ja gesagt, was soll das jetzt? So, es war da abgesprochen, was ich gemacht habe, wo machst du jetzt so Filme? Ja, hat sie halt dazugegeben, dass sie sich da, also dass sie eine emotionale Bindung mit dem Michael aufgebaut hat und dann hat mir eine Person X das mit dem Kuss erzählt hinter der Kamera zwischen Michael und Charlene. Und dann habe ich sie darauf angesprochen, hat sie erstmal nichts gesagt. Ich sag mal jetzt die Wahrheit. Dann meinte sie, ja, stimmt manchmal, erzählst du mir das nicht? Dann meinte sie so, ja, ich habe einfach Scheiße, aber ich weiß nicht warum. Dann meinte ich, ja, komm, geh raus, wir brauchen nicht mehr reden, das Ding ist vorbei. Am Flughafen hat sie dann noch von einer räumlichen Trennung erzählt. Dann meinte ich, nein, nicht räumliche Trennung, wir beenden das komplett, wir brauchen gar nicht mehr, ich will auch gar kein Gespräch mehr mit dir haben, die Sache ist durch, ich packe meine Sachen und sie sieht mich nie wieder. Dann aber in Düsseldorf vor Ort wollte sie nochmal ein Gespräch führen, weil Frauen wollen ja noch ein abschließendes Gespräch führen. Meinte ich ja, meinetwegen. So, ich hatte ja auch noch Sachen da, die musste ich auch noch abholen. Und dann hat sie gesagt, ja, wie leid es dir tut, und aber dass das nicht geplant war und dass sie sich einfach in ihn verliebt hat, so nach dem Motto. Also das klärende Gespräch, worauf sollte das hinauslaufen? Wollte die dich wieder zurück oder wollte die, Ja, was war das für ein Sinn? also sie hat schon so angedeutet, ob wir es halt nochmal versuchen sollen, so, ne? Obwohl sie Gefühle für den Mika hatte. Ja, sie hatte quasi noch, also sie hatte ja eine emotionale Bindung zu ihm aufgebaut, aber sie hang halt auch noch an mir, wir waren ja 2,5 Jahre zusammen. Und sie kann Ja. ja nicht so schnell mit Sachen abschließen wie ich ja zum Beispiel. Und Okay. genau, da wollte sie halt noch ein Gespräch führen und ja, sie war auch mega traurig, auch voll am Heulen und so, ne? Ja. Und ich habe gesagt, halt, ja, tut mir leid für dich, also du brauchst jetzt nicht wegen mir heulen, aber das Ding ist vorbei, sowas erwartest du von mir. Du bist mir Ja. fremdgegangen hinter der Kamera, die Sachen, die ich gemacht habe, waren abgesprochen. Du hast mich am Lagerfeuer bloßgestellt, du hast nicht zugegeben, hast die Sachen, du wolltest die Sachen, du wolltest deinen Fame haben, ich habe es gemacht, dann kannst du mir nicht sagen. Das wollte ich dich auch fragen. Also, was war da genau abgesprochen und wie weit durftest du denn von ihrer Seite aus Also gehen? im
wir hatten das mehrmals abgesprochen und dann kurz vorher nochmal, bevor wir auf dem roten Teppich mit Lola, wo wir uns da getroffen haben, waren wir im Auto zusammen. Der meinte, ich soll nochmal kurz aufkämpfen, war bevor wir verkabelt waren. Meinte, wie sieht das aus? Sag mal nochmal bitte einmal, wie es aussieht. Und sie hat immer so einen Schwur, den hat sie geleistet. Wenn sie das sagt, so, dann ist das zu 100%, dann sagt sie die Wahrheit. Ne? Ich will das jetzt nicht erwähnen, das ist ein bisschen intimer. Aber so, dann sagt sie die Wahrheit. Und ich meinte halt, schwör auf diesen Menschen, dass das so ist, dass ich das machen darf. Sie so, Adrian, zur Not lecker mit einer rum. Ich will diesen Fame haben. Sie hat auch gesagt, ja, ich kenne ja Calvin von früher, du musst noch mehr aufhören als Calvin, ich will diesen Fame haben, ich will nie wieder arbeiten gehen, ich will voll durchstarten, dies, das. Da meinte ich so, ja, guck mal, ich werde jetzt nicht mit irgendjemandem rummachen, ich werde mich selber testen. Meinte die aber, zur Not darf ich auch mit einer rummachen. Natürlich diese emotionale Bindung, also diese, dass ich jetzt in Justina so nahe gekommen bin, das war natürlich nicht abgesprochen, aber das alles davor war alles abgesprochen so. Ja. Ich hätte sogar noch eine Schippe drauflegen dürfen, ne? Also es war alles komplett... Also alles, was du gemacht hast, war eigentlich safe, von natürlich. Charlene aus so erlaubt. Ja, war von mir sogar noch untertrieben. Ich hätte noch mehr auf die Kacke hauen dürfen. Aber irgendwann dachte ich mir halt so... dann habe ich halt ihre Bilder gesehen und dachte mir so, hör mal, irgendwie... Weil man hatte auch den Eindruck so, dass, also während der Sendung die ganze Zeit, das hieß ja immer, Charlene, die ist ja gar nicht so geschockt oder so. Ja, weil die halt wusste, dass das abstimmen war. Dann musste die halt Schauspielern danach, die kann auf Knopfdruck heulen. Dann dachte ich so, scheiße, ich muss aber jetzt das glaubwürdig rüberbringen, ich heule jetzt und so, ne? Und das wäre auch das Ding, wo ich mir am ersten Lage vorhin meinte, das ist nicht schlimm, was sie mit Michael gemacht haben, am zweiten auch nicht, weil es ja abgesprochen war. Andere Leute werden ja ausgerastet, aber ich habe gesagt, nee, alles gut, weil das war ja abgesprochen. Wir durften auch miteinander im Bett liegen, alles. Das war alles abgesprochen. Deswegen war ich auch so irritiert. Und das heißt ja im Endeffekt eigentlich, wenn das, was du dann mit Justina da gemacht hast und so, war ja eigentlich total okay. Das auch noch, ja klar. Also und wieso hatten die einen Schluss gemacht am Ende? Ja, weil sie halt sich in Michael quasi so verliebt hat, ne? Nein. Also Charlene, ich habe ihr vorher gesagt, so, es gibt die Verwirrung, ihren Job zu erledigen, lass ihr nichts sagen, weil ich hatte das Gefühl, es kommt einer, weil mental ist sie jetzt nicht so stark, die sich, lässt sich schnell beeinflussen, ne? Ich habe ihr gesagt, bitte so, ne? Denk dran, nein, alles gut. Und dann habe ich aber wirklich in den Bildern immer gemerkt, dass das ernster wird und irgendwann dachte ich mir auch, aber wir haben uns versprochen, also dass wir am Lagerfeuer einen Schluss machen. Ich hätte die Sache sowieso beendet nach dem Lagerfeuer, weil ich einfach dann gemerkt habe, was das für ein Mensch ist, dass sie mich quasi so hintergeht, weil es war abgesprochen und die stellt mich dann bloß quasi und stellt mich als Lügner da und sowas mag ich halt nicht und wenn das dein Partner macht, so, dann ist die Sache auch für mich durch. So. Da habe ich halt immer gemerkt, wie sehr die ist und wie sehr der Fame war wichtiger als die Beziehung. Der Fame war ihr wichtiger und das habe ich dann halt mit der Zeit gemerkt und dachte ich mir so, warum soll man noch die Beziehung weiterführen? So, ne? Sache ist durch. Krass. Aber nur mal um es jetzt... festzuhalten, es war alles abgesprochen und es war alles okay, ich hätte sogar noch einen Schippe drauflegen können. Und was war für Charlene, also durfte sie auch irgendwas machen? War sie das durfte auch, genau, das Körperliche durfte sie auch alles, natürlich, habe ich auch erlaubt, aber sie macht das nicht so, sie ist eher so dieses Lästern, was macht sie gerne, dieses Schlechtreden und so, das liebt sie, ne? Wie sie mich halt seinem ersten Tag schlecht geredet hat, das ist so ihr Ding, das brennt in ihr so, ah, ich muss ihn halt schlecht reden, ich erzähle, was das für einer ist. So, das war eigentlich nicht abgesprochen, dass sie das nicht durfte. Wir haben gesagt, wir reden nicht übereinander. So, natürlich, mir ist das auch rausgerutscht mit diesem Sex-Thema, war aber jetzt nicht extra so. Dafür habe ich mich dann auch entschuldigt im Nachhinein. Aber sonst, wie gesagt, waren die ganzen Sachen abgesprochen auf jeden Fall. Ja, okay. Aber hat sich auch schon, also am Lagerfeuer haben wir die Entschuldigung nicht gesehen und so. Wurde das rausgeschnitten oder war das... Es wurde sehr, sehr viel rausgeschnitten auf jeden Fall. Also unser Lagerfeuer ging immer richtig lange auf jeden Fall. Ja. Okay, krass. Aber halt, nachhinein, wir hatten halt nochmal das Gespräch und dann meinte ich, ja gut, vielleicht war es von mir auch nicht in Ordnung mit dem Gespräch, hätte nicht sein müssen. Mensch, im Endeffekt bist du mir aber hinter der Kamera fremdgegangen und dass du das nicht zugibst am Lagerfeuer, dass du da nicht sitzt und das zugibst. Ja. So, du hättest einfach dann als Typ Mann stehen, aber du hättest einfach deine Frau stehen können und das zugeben können. So. Dass du nicht abbrichst, weil ich scheiß Wort habe, sondern brich ab, weil du dich verliebt hast und weil du mir fremdgegangen bist. Dann hätte sie das gemacht, hätte sie meinen Respekt bekommen. Aber nicht irgendwelche Lügen auf Tischen, um mich wieder ins schlechte Licht zu rücken, obwohl das alles von Anfang bis Ende dein Plan war in der Sendung. Dumme Frage jetzt. Denkst du, die Charlene hat geplant, mit dir Schluss zu machen? Das habe ich auch schon öfters gehört. Kollegen haben mir das erzählt. So. Das wäre natürlich noch schlimmer, aber im Endeffekt ist mir das jetzt egal. Ich habe meinen Partner gefunden, das interessiert mich nicht, aber kann gut sein, ja. Wie ist deine Meinung zu der ganzen Geschichte? Ja, ich finde das richtig katastrophal. Ne? Also natürlich, so Adrian, seine Bilder waren auch nicht schön anzusehen, ob das jetzt abgesprochen war oder nicht. Ich glaube, für sehr viele Menschen da draußen sind diese Grenzen, die beiden sich gesetzt haben, auch irgendwie nicht nachvollziehbar. Aber man darf halt nicht, also beziehungsweise sollte man halt einfach das einfach so akzeptieren. Die haben sich diese Grenzen gegeben. Und ich finde das einfach nur schlimm, dass man am Ende des Lagerfeuers nicht dazu steht, dass man auf Camp fremdgegangen ist. Und sie stellt das ja so hin, dass sie Schluss gemacht hat aufgrund seiner Taten und seines Benehmens in der Sendung. Aber der Grund ist ja ein ganz anderer. Der Grund ist ja einfach und Fakt ist einfach, dass sie fremdgegangen ist. Und das spricht und sie halt nicht aus. Ne? Und er eigentlich und nicht. Ach so, apropos Fremdgehen. Ja. Ne, es gab ja noch ein Date mit Chris. Der liebe Chris hat mir das erzählt. Ich will jetzt nicht genau was erzählen, aber da ist sie mir auch schon fremdgegangen. Chris ist ein Verführer? Ja, Chris auf ist ein Verführer ist mir auch schon gewesen. Das war am Anfang. So, das hat er mir erzählt. Sie ist mit dem Chris auch schon fremdgegangen auf dem Date.
das wollte er mir nicht, jetzt genau erzählen, so, da müsst ihr den dann selber fragen, aber er meinte, das war auf jeden Fall schon Fremdgehen, so. Also es gab mehr als Körperkontakt. Aber um es genau zu sagen, ich will jetzt hier keinen raus, dann müsst ihr bei welchem, an welchem Tag? Das war am Anfang, glaube ich. Da war auch, glaube ich, dieser Pascal dabei, heißt der. Ja. Der hat, am so ersten Tag? Das, nee, warte, am ersten Tag gab es, glaube ich, noch keine Dates. Müsste am zweiten, dritten Tag gewesen sein, vor dem Lagerfeuer. Also beim ersten Date? Genau, ja. Das wurde halt rausgeschnitten. Und Chris hat mir im Nachhinein auch alles erzählt, ne? Auch in, also was da so abging und so. Deswegen weiß ich, was auch. Sag mal, was denn abging. Ja, allgemein Mikkel und so, ne? Diese Sachen, dass er immer, der kam auch zu den Jungs und gesagt hat, boah, das Mädchen fällt voll auf mich rein. Sein Ziel war auch, er meinte ja am Flughafen zu Chris, ich werde alle Mädchen verarschen. Ich hoffe, eins verliebt sich in mich, damit ich ihr das Herz brechen kann und ich diesen Fame kriege. Also Mikkel ist auch so einer, der wird für Fame alles tun, so. Der Mika? Alles. Deswegen Verführer sind auch auf den nicht gut zu sprechen, weil okay. Chris meinte so, immer die Charlene so, die meint das dann wahrscheinlich ernst mit dir und du nutzt sie gerade nur aus für deinen Fame. Was geht denn bei Mika und Charlene aktuell? Also bei Mika und Charlene, das ist alles einfach nur Fake. Das ist einfach fake. Also dieser Typ hat sie in der Sendung von vorne bis hinten einfach verarscht. Danach ging es auch weiter. Also der hatte ja schon mit mehreren Verführerinnen was am Laufen währenddessen, also während er auch was mit Charlene hatte gleichzeitig. Der fährt ja gerne mit mehreren Frauen was. Ja. Und er hatte mit wie viel was? Mit 4. Erzähl erstmal am Flughafen. Rückflug am Flughafen hatte der schon das erste Mal gebumst. Am Flughafen? Am Flughafen? Ja, mit wem? Also hat sich erstmal wahrscheinlich lustig gemacht. Guck mal, die. Und hat dann, ja, den Namen wollen wir jetzt nicht nennen. Das okay. Ist ein bisschen hart. Aber das erste Mal am Flughafen, genau. Ja. Dann das zweite Mal. Also er hat nach. Wir haben gehört, der ist verheiratet. Soll wohl auch stimmen, aber das ist ihm egal. So, ne? Er macht für Film auch alles. Und es gab auch ein Video, wo. Ein Video am Flughafen, wo der auch mit einer Verführerin rummacht und so, direkt, also nach dem Motto, weil Charlie dachte bestimmt so, ja, der denkt an mich jetzt und so, ich habe das Richtige gemacht und der hat sie halt von vorn bis hinten verarscht, so, ne? Und bei Charlie ist halt das Ding, die machen jetzt einen auf Liebespaar, damit sie auch aus der Sache besser rausgeht und sich rechtfertigen kann, dass sie sich quasi verliebt hat und sie nichts dafür. Aber wo machen die auf Liebespaar? Ja, auf Instagram und sowas, so. Wenn man Ich guck das was nicht, er mit ihr abgezogen hat, er ist ja tausendmal fremdgegangen, er hat sie auch bedroht und alles, ne, dass sie damit nicht an die Öffentlichkeit geht. Sondern sie ihm halt reposten soll und so, dass sie halt jetzt einen auf Couple machen, so wie wir das jetzt quasi sind. Ne? Aber bei denen ist von vorn bis hin alles gespielt. Die waren nie zusammen und werden noch nie zusammenkommen, weil der Typ auch kein Beziehungsmensch ist. Der versucht sie jetzt auszunutzen, damit er zu Ex on the Beach kann oder was weiß ich. Also dass die beiden Menschen, was soll ich dazu noch sagen? Also das ist einfach an Effekt. Also die tun bei Instagram so, als wenn die zusammen wären? Die waren genau, zusammen. Um welchen Effekt zu erzeugen? Einfach so? Ja, um diesen Effekt zu erzeugen, weil sehr viele, sehr viele Zuschauer finden das halt toll, ja, die sehen dann halt, cool. Ja, so Traumpaar. Genau. Der Adrian, der Blöde, der Mikkel, der öffnet ihr die Augen, so ein Blödsinn halt, weißt du. Ach so, okay. So ein Ding ist da die Und aber wie gesagt, von vorn bis hin alles fake. Ich habe Insider-Informationen von den Verführern bekommen, das ist das Gute, weil die habe ich auch alle gegen den gestellt, weil er, was der abgezogen hat, so, das ist halt nicht in Ordnung, so, ne? Ja. Also, wir haben noch einen dritten Gast jetzt auf jeden Fall dazu bekommen, der hat den Hintergrund sehr gejunkt. Hier ein kleiner Bibi-Hund. Und ja. Der ist jetzt auf jeden Fall mit dabei in der Runde. Der ist am Start. Wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Bei Charlene und Mikael. Charlene. Das heißt, ich fasse nochmal zusammen. Die beiden faken ihre Beziehung. Also tun die so, als würden die wirklich zusammen werden, ein Paar werden, oder machen die einfach, hängen die miteinander rum? Also ich glaube, sie ist wirklich auf ihn kleben geblieben. Er nutzt das halt gnadenlos aus, weil er kriegt ja durch ihre gerade auch voll viel Fame, weil sie ihn ja immer repostet und so. Ich glaube, er hat da am Anfang, keine Ahnung, der ist ja so immens gestiegen, weil sie ihn auch supportet und wenn sie, und der hat ihr halt gedroht, hätte sie jetzt gegen ihn geredet, so, dann hätten die ihn jetzt auch gehatet. Und gerade wird er ja so gefeiert von den Zuschauern. Ja. So deswegen machen die einen auf Couple Gold, weil das kommt ja jetzt gut an. Es kommt ja einfach gut an, so sehen wir jetzt. Und Charlene hat ja von Anfang an, sie wollte von Anfang an, der Tag, als hat sie diese Opferrolle gespielt, um mich ins schlechte Licht zu rücken. Das, das merkt man auch. Also sie hat sich so ins schlechte Licht gestellt, weil sie wusste, das kommt so an, dass ich dann halt der Bad Boy bin und sie ist das arme Mäuschen, das ja gar nicht anders konnte, als sich in einen anderen Mann zu verlieben, so nach dem Motto. Weißt du, wie ich meine? Ja, genau. Ja. Du hast mich in seine Arme getrieben. Das, was ja auch Kindergarten einfach ist. Ja. Muss man ja auch mal sagen. Eine Frage noch. Und zwar, weiß Charlene, dass der so viel Scheiße mit anderen Mädels gemacht hat? Ja, das weiß er. Sie weiß alles. Und macht das einfach trotzdem halt die ganze Zeit mit. Und das ist halt fraglich so, weil... Ja, also warum sie das macht, keine Ahnung. Wir wissen es alle nicht. Auf
jeden Fall hat er sehr viele Aktionen gebracht, die einfach scheiße waren. So, es gibt Beweise. Die Verführerinnen selbst haben sich bei ihr gemeldet, haben selbst die Situation geschildert, wann die genau was mit ihm am Laufen hatten, dass es zeitgleich war mit ihr und dass sie bitte aufpassen soll. Aber sie nimmt darauf einfach keine Rücksicht. Darfst du da sagen, welche Verführerin? Ich dürfte es sagen, aber ich mach's halt. Also er wollte auf jeden Fall jede Verführerin ins Bett kriegen, ne, um das jetzt zu verallgemeinern. Also der, dem ist voll egal. Alles, was bei drei schon Bombs sind. Da gibt's jetzt, ich glaube, der hat schon mit vier, fünf Verführern hat er auf jeden Fall was am Laufen gehabt. Das weiß sie auch, ne? Das weiß sie auch, das haben die da gesagt. Das ist dann vollkommen egal, weil entweder will die da ihren Plan durchziehen mit ihrem Fame, sodass sie einen auf Couple Tone tun und dann zusammen zu Ex on the Beach kommen, weil dann, man hat ja was am Laufen, man kann ja dann in der Sendung mitmachen. Weil wenn die was gelaufen, kann man da ja auch nicht mitmachen. Aber so, das ist, glaube ich, ihr Plan. Und dann, wer weiß, dann tun die, wollen die die anderen Formate abklappern. Keine Ahnung. Genau. Frage an dich. Würdest du mit Charlene zu Prominent getrennt oder Ähnliches? Ich denke, ja, dürfte ich? Ja, klar. Nein, ich denke schon. Also ich glaube, das würden die Zuschauer auf jeden Fall auch sehen wollen. Wird auf jeden Fall sehr, was heißt das? Ja, das Problem ist halt immer, ne, wenn das immer alles so geplant ist oder so, ne? Oder, ne, also eigentlich, ich sag dir ehrlich, Kevin, wir können uns bis auf den Tod nicht leiden, wir beide, ne? Also ich habe mit Charlene seitdem keinen Kontakt, also sehr böses Blut, ne? So, deswegen, ich würde mich auch niemals, ich könnte auch gar nicht mit ihr schreiben und so. Sie hat mir ein paar Mal danach ja noch geschrieben, ich wollte ihr nicht mal antworten, weil ich so einen Hass habe, weil die mich quasi so in schlechte Licht dargestellt hat, dass ich jetzt quasi so als, quasi, was haben die gesagt, Alex Petrovic 2 und so dastehe. Ja. Und das, so, Digi, das kannst du nicht mit mir abziehen, weißt du, ich meine? Nee, also, so, wie sind deine Rückmeldungen nach dem Wiedersehen also jetzt, gewesen? Es kam viel Positives dazu, ne? Also auch wenn ich unterwegs bin, ich war jetzt am Wochenende ja bei Octagon in Oberhausen. Also extrem viele, ne, kommen halt auf mich zu, wollen Videos und so, auch Familienväter und so. Ne? Also ich kriege da schon positives Feedback auf jeden Fall. Aber diese Frauenwelt halt, ne, die sind halt weil die ja auch nicht wissen, was abgeht. Und das kann man ja auch nachvollziehen. Wenn du nicht wüsstest, was der Insider, ja, klar, dann wirst du auch was für die Mädels. Ja, klar, natürlich. Aber jetzt spitzen sehen die Leute, wir sind jetzt fast seit 10 Monaten zusammen. Und also anfangs natürlich hattest du auch immer so ein bisschen Gegenkommentare und Nachrichten, die halt, wo die Mädels das halt nicht nachvollziehen konnten, was du da gemacht hast. Aber jetzt zum Ende hin, muss man sagen, hat sich das Blatt schon gewendet bei ihm. Und ich glaube, beim Wiedersehen wird es auch nochmal anders, weil dann sehen wir so ein kleines anderes, also ich fand, Charlene ist komplett anders aufgetreten. Ich fand auch sehr, sehr unsympathisch. Beim Wiedersehen als in der Sendung selber, ne? Da hat sie richtig Gas gegeben und die wollte ich schon so ein bisschen klein hacken, so, ne? Wenn du Charlene gewesen wärst, wenn du an Charlenes Stelle gewesen wärst, hättest du auch Schluss gemacht mit ihm? Ja, also es ist halt schwierig zu bewerten, weil ich hätte diese Grenzen niemals gesetzt. Ich finde, diese Grenzen sind too much. Ich kann es nicht nachvollziehen, dass man so weit gegangen ist. Aber wäre ich Charlene, dann hätte ich auf jeden Fall definitiv Schluss gemacht, aber nicht aus dem Grund, was er da alles gemacht hat, sondern aus dem Grund, dass ich fremdgegangen bin. Und das hätte ich halt auch am Lagerfeuer so geschildert. Also sie hatte danach ja noch im Interview, das wurde ja auch gezeigt, wo sie gesagt hat, ob ich jetzt Emotionen für Mika habe oder nicht, hätte nichts daran geändert, dass ich mit Adrian Schluss gemacht hätte. Ja, Schwachsinn, aber das ist ja auch Schwachsinn. So, Fakt ist ja, du hättest ja sowieso Schluss machen müssen, ob Emotionen da sind oder nicht. Du bist fremdgegangen, so. Ja. Und das ist halt Fakt und das wird halt nicht ausgesprochen. Das finde ich halt ein bisschen unfair. Aber ich sage so, sie hat es auf jeden Fall danach bereut, war auch sehr am Ende mental und hätte ich das am liebsten zurückgewünscht. Ne? Das Ganze aber, wie gesagt, ich habe dann halt den Cut gezogen, auch von mir nochmal aus. Sie hat es in der Sendung gemacht, okay, es wollte es danach nochmal quasi rückgängig machen. Ich meinte so, du hast jetzt eine Sendung gemacht, ein bisschen mehr halt so vorkommen, so, ich wollte jetzt nicht bloßstellen nochmal. Und dieses, ich habe gesagt, wir reden das nochmal, reden nochmal privat. Und dann habe ich gesagt, so, es ist für immer vorbei. Es ist jetzt auch nicht dieses, man schreibt wieder, meinst, es ist alles vorbei, ich lösche deine Nummer, alles, brauchst mich nie wieder sehen, also komplett vorbei. Ne? Ja, auch, also ich glaube dir das auch. So, ich habe auch das Gefühl gehabt, die ganze Zeit bei der Sendung, dass dieses Scheiße bauen halt, das war nicht schon bei dir so, dass das echt so gekrampft war von euch Jungs. Ja. Ne? Also mich hat es auch ehrlich gesagt genervt. Ja, immer, man hat es gemerkt. Es ist nicht mehr real, so, weißt du, ich meine, du hast gemerkt, die Jungs wollen extra Gas geben, dann hörst du dann, wir wollen die krasseste Staffel sein und so. Macht das nicht, wenn ihr zu Temptation Island geht, plant nichts. Macht das nicht mehr so. Nee, weil es ist halt doof, weißt du? Da, die Staffel wurde meiner Meinung nach erst richtig geil, wo es dann auch echt wurde, weißt du? Zum Ende hin, ne? Das, wo alles das, was nicht geplant war, zum Vorschein kam, dann wurde die Staffel erst geil, finde ich so. Und was unterscheidet die Beziehung, die neue Beziehung zu Justina, zu Charlenes Beziehung? Also was? Charlene und meine Beziehung war sehr toxisch, ne? War auch keine richtige Liebe, kann ich sagen. Also ich würde für diese toxisch Frau, von beiden Seiten, oder? Ich würde sagen, eher von ihrer Seite. Also irgendwann hat es halt auch gereicht, aber immer sie ist halt ein streitgeiler Mensch. Sie hat halt zum Beispiel, wenn ich eine Flasche stehen lasse, so, dann muss man mich nicht anschreien und sagen, ey, was soll die Scheiße, so. Mach das doch normal, so, ne? Also sie hat immer einen Grund gesucht, um zu streiten und sie hat das auch geliebt, zu streiten. So, das hat sie wirklich geliebt, auch mit ihren Freundinnen. So hat sie gar nicht gewirkt in der Sendung, ne? Ja, ich sag ja, deswegen, sie hat ja diese Opferrolle, sie hat sich ja extra in die Opferrolle gesetzt, das war ja ein reines Schauspiel, was sie abgezogen hat. Die ganze Zeit war ein reines Schauspiel.
Genau. Also so, wie sie da in der Sendung war, ist sie gar nicht in Wirklichkeit, ne? Krass. Deswegen, also mit Justina, also da läuft eigentlich alles perfekt so, ne? Ja, da habe ich mich auch gewundert, weil du hast ja am letzten Lagerfeuer gesagt so, das habe ich dir nicht abgekauft, ne? haben sich bei dir auch Gefühle entwickelt, hast du also, gesagt, auf keinen Fall. Das, so, das war aber, ey, man hat es gesehen. Ich sag mal so, okay, Bibi. Interesse war auf jeden Fall da. Aber ich wäre niemals in der Sendung so weit gegangen. Wäre sie jetzt noch länger geblieben und ich hätte gemerkt, der läuft mehr, dann hätte ich abgebrochen und hätte gesagt, guck mal, Charlene, ich habe mich in Justina verliebt, ich breche das Ganze ab. Aber ich hätte nicht mal Nutzen rausgeschlagen, wie sie das gemacht hat, die Dates ausgenutzt, alles ausgenutzt und quasi um mich dann noch so krass, quasi von hinten. Ne? Also ich hätte das auf jeden Fall dann, aber wie gesagt, bei uns da war die Interesse da, aber ich wollte, sowas mache ich auch nochmal in der Privat, weil sie kann mir auch alles erzählen. Der genau. Sendung, ne? Weil es ist ja auch im Endeffekt ihr Job. So, ne? Ich finde auch, gut, es kam auf jeden Fall realer rüber als bei den beiden. Ich finde, bei Mikael hat man das dem voll angesehen, dass er gespielt hat, so auch immer mit seinem Lächeln. Aber so bei sie meinte ja alles ernst, aber das wusste ich halt auch noch nicht so sehr. Ja, das weißt du nicht. Deswegen, du weißt nicht, ob das die Verführerin ernst wird oder nicht. Und dann habe ich sie ja nochmal privat gesehen. Und ich habe sie nochmal privat gesehen und sie hat mir nochmal alles bestätigt, noch viel mehr. Also dasselbe, was sie da gesagt hat, dachte ich mir, gut, das ist einfach die Frau meines Lebens. So. Sie hat das da ernst gemeint, meint es immer noch ernst. So, wir machen das. Ja, finde ich gut. Ja. Also bereut ihr die Teilnahme? Nein, auf gar keinen Fall. Ich sage immer das den Leuten draußen, weil die sagen, ey, was hast du da gemacht? Nein, Leute, das ist das Beste, was mir jemals passieren konnte. Ich bereue nichts. Ich hätte auch, also ich hätte mir das niemals vorstellen können, dass ich da reingehe und wirklich meinen Partner fürs Leben finde. Vor allem, ey, das ist Temptation Island. Wir sind nicht auf Love Island, wir sind nicht irgendwie bei irgendeiner Show, wo man seinen Partner sucht. So. Ja. Deswegen crazy, aber ja, wo die Liebe hinfällt. Ey, voll. Also habt ihr noch Kontakt zu anderen Leuten vom Cast? Guter Kontakt? Ja, safe. Also, zu? Also ich habe zu mehreren Verführerinnen Kontakt. Ich auch, also zu Jungs wie Adam und Louis, wir sind halt so. Der Jürgert ist nicht dabei, weil er auch noch viele Faxen im Hintergrund gemacht hat und so. Und also von so Menschen distanziere ich mich einfach. Und Adam ist halt eine ehrliche Haut. Ich hänge halt nur mit ehrlichen Leuten ab. Ich mag, dass ich dieses Getue und so. Ja. Aber was der da in der Sendung abgezogen hat und so, ist für mich einfach nicht in Ordnung. Und Louis halt auch so, aber Louis wurde halt in Berlin so, ne? Aber zu Adam und ich, wir schreiben eigentlich jeden Tag, ne? Ja, Adam und Lorraine sind so mit. Hast du einen Urlaub geplant schon oder so? Also wir wollten tatsächlich mit Adam und Lorraine zeitgleich weg, aber das hat sich nicht ergeben aus zig privaten Gründen und deswegen, aber das holen wir natürlich nach. Wir waren aber schon alleine öfter im Urlaub, vor der Ausstrahlung und ja. Kriegen wir auch dann, wenn es soweit ist, die Einladung zur Hochzeit, ne? Ja, safe. Was konntet ihr aus der Sendung mitnehmen? Für euch selber? Also ich konnte erstmal mitnehmen, wie die ganzen Menschen so drauf sind, also dass viele Menschen mehrere Gesichter quasi haben, aber auch habe ich quasi gelernt, dass das nicht mehr die Frau meines Lebens war, Charlene, sondern dass einfach quasi die Beziehung hätte gar nicht sein müssen. Ich habe mir nach den Kopf gemacht und diese 2,5 Jahre hätte ich eigentlich wegwerfen können, das war eigentlich unnötig. So. Hättest du vorher damit gerechnet, dass ihr euch trennt in dieser Sendung? Also wir waren ja vorher immer schon kurz davor, ich wollte ja immer mal Schluss machen, aber sie dann so, bitte nicht und war dann am Heulen, so bitte nicht, ich weiß nicht, was ich mir dann antun soll, so nach dem Motto so, und dann bitte bleib bei mir, das war ja schon ein bisschen toxisch, dann ja okay, gut, komm, weil ich hatte dann wieder ein schlechtes Gewissen, weil ich mir dachte, komm, sie ist so am Ende, aber eigentlich, ich wollte das schon zigmal beenden, aber immer wieder dann, immer diese Gewohnheit wieder, und dann war sie wieder lieb und dann waren wir halt wieder ein bisschen closer. Ja, ja. So, aber ich fand, man hat schon beim Einzug gemerkt, Adrian war ja noch nicht mal mit dem Einbein in der Villa. Schon alleine durch dieses Auto-Interview von den beiden hat man schon gemerkt, okay, was ist das für eine Liebe? Also wie kommunizieren die auch miteinander und so? Sie hat mich so aufgeregt, sie hat mich so provoziert. Dann hatte ich einfach gemerkt, ich wollte einfach nur in die Villa und dann erstmal meine Ruhe haben. Ja. Ich hatte nie so Zeit, ich habe sie mal 1-2 Tage nicht gesehen, aber so lange, dass ich sie so lange nicht gesehen habe, so lange Zeitraum, ich dachte, das tut mir mal ganz gut, um zu gucken, ob das wirklich die richtige Frau ist. Weil wenn du den ganzen Tag mit der Person abhängst, dann ist das ja wie so Gewohnheit. Aber wenn du jetzt 2 Wochen, ich dachte mir, wenn ich ihn in der 2 Wochen nicht vermisse, dann ist sie auch nicht die Frau meines Lebens. Hätte ich sie direkt vermisst, hätte ich mir gedacht so, gut, das ist doch die richtige, aber da ich sie ja so gut wie gar nicht vermisst habe, so, weil ich auch durch diese Bilder, die ich gesehen habe, durch dieses Lästern, dass sie mich in der Öffentlichkeit so schlecht redet, das macht ein Partner nicht, und da habe ich so gesehen, wie viel ich ihr eigentlich wert bin, quasi gar nichts. Mhm. Und meine Sachen, wie gesagt, die waren abgesprochen und so, und da eigentlich hat sie sich gefreut, Faust in die Tasche, weil halt sie ihr Ziel erreicht. Sie sagt sich, boah, der liefert Bilder, geil. Aber ich muss jetzt so tun, als wenn ich was verletze, deswegen drücke ich mir eine Träne raus. Und dann sympathisch. Weil ich halt so ein Mensch, sie kann mit Hate absolut nicht klarkommen. So. Sie könnte auch niemals klarkommen. Deswegen wollte sie diesen, richtigen. Scheiße. Goldenen Champion. Könnt ihr euch vorstellen, bei anderen Formaten noch teilzunehmen? Wenn ja, welche? Ja. Definitiv. Also, was gibt es zum Sommerhaus also der Stars? Sommerhaus, ich würde auch alleine in den Dschungel gehen. Ich gehe, das ist kein Problem, weil ich habe eigentlich vor nichts Angst oder so. Genau. Ne? Ich da, im Podcast wurden wir gefragt, also eigentlich ob alles möglich. Es gibt jetzt nichts, wo ich sagen würde, da würde ich niemals reingehen. Ja, also, im Podcast hat man uns gefragt, ob wir uns Temptation Island VIP zutrauen würden.
ja. Ist halt schon Next Level, ne? Müsste man sich eigentlich ganz gut überlegen, aber ansonsten aber sich, wie gesagt, ich bin immer offen für neue Abenteuer und ich habe damit gar kein Problem. So, ich lerne auch gerne neue Menschen kennen, solange sie korrekt sind, und deswegen ich bin da eigentlich offen für alles. Cool. Gibt es sonst noch irgendwas, was ihr loswerden wollt? Irgendwas Spannendes, was ihr vergessen habt zu sagen? Ja, also ich finde einfach nur, dass es wichtig ist, einfach festzuhalten, dass das, was man gesehen hat als Zuschauer, dass es halt einfach nicht alles ist. So, ne? Es ist sehr viel im Hintergrund passiert. Wie gesagt, off-cam sind gewisse Menschen fremdgegangen. Das sollte man auch einfach nochmal thematisieren und der Öffentlichkeit einfach nochmal preisgeben. Das müssen die unterbinden, weil dann gehen die off-cam fremd alle, weißt du? Und vor den Kameras, na, ich bin treu. Ja. So. Also Offcam ist so eine Sache, dann so, fragt man sich natürlich, stimmt das oder stimmt das nicht? Als Zuschauer glaubst du natürlich erstmal den Verführerinnen, ne? Ja. So, aber ob das auch immer so real ist, was man da als Verführerin von sich preisgibt, so, das ist halt auch dann immer die Frage am Ende des Tages. Deswegen, ne? Das gut. Einige, also, die schon im Fernseher waren, die wussten halt, was sie erzählen, was die Zuschauer hören wollen. Ne? Ja, safe, aber das ist halt scheiße. Ja, ist halt scheiße. Weil, aber wie willst du dich rechtfertigen? Die eine sagt nein, du sagst ja und dann... Nicht, aber für mich ist das so, wenn ich weiß, dass ich nichts gemacht habe, da können da tausend Leute darüber reden, im tiefen Meer, dann weiß ich, dass nicht passiert ist. Und das ist eine gute Einstellung. Alles gut. Aber so nach dem, ich finde halt nochmal das krass halt, wenn du das von den Verführern jetzt in Fall von Charlene bestätigt bekommst, dann weißt du halt safe, das ist schon so. Ja, ne? Auf jeden Fall. Also, genau. Ja, krass. Ey, vielen Dank, dass ihr hier wart. Ja. War gut. Ja. Krass, krasse Infos. Ich habe ein ganz neues Bild jetzt auch von dir jetzt bekommen irgendwie. Und Charlene kann sich leider nicht äußern, weil sie nicht hier ist. Oh, so ist es. So ist es. Aber ich hoffe, ich sehe euch irgendwo wieder und dann bin ich mal gespannt. Danke dir. So, Freunde, das war es mal wieder von Let's Talk About Temptation, Baby. Es hat super viel Spaß gemacht, war eine wilde Staffel. Danke dafür, dass ihr immer kommentiert habt, immer am Start wart. Und wir hoffen natürlich, das YouTube-Special hat euch auch gefallen. Nächste Staffel sehen wir uns natürlich wieder und dann heißt es wieder Let's Talk About Temptation, Baby. Natürlich seht ihr alle Folgen von Temptation Island auf RTL Plus im Kompletten hier. Die älteren Folgen von Let's Talk About Temptation, Baby, findet ihr hier. Und wie gesagt, ich küsse euer Herz. Ich bedanke mich für den Support bei euch, dass ihr immer eingeschaltet habt. Und sehe euch in der nächsten Staffel natürlich wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich bin raus. Bis dann. Ciao.